Deswegen Penis for life. Oder was sagst du? Hallo und willkommen hier auf einer frischen Welt, mitten auf einem schwebenden Stein. Und da hinten, den Typen, den kennt ihr. Nein, den kennt niemand. Nein, niemand mehr. Neues Update, neue Map, alles zerstört. Aber jetzt wissen wir, warum Red gemeint hat, man könnte Erze einfach so implementieren, ohne dass was passiert, weil die schweben einfach mitten in der Luft. Ja, deswegen haben wir trotzdem eine Map, weil irgendwie meinte unser Server, hey, ihr habt eine Map im Livestream gebaut, vergesst das einfach. Aber jetzt bekommt man jedenfalls Erz. Das ist schon mal sehr interessant. Ja. Mal sehen, was es noch so Neues gibt. Ich würde sagen, wir sollten hier so am Spawn vielleicht mal so eine kleine Basis eben schnell zusammenklöppeln. Ja, ich würde sagen, wir sammeln hier jetzt einfach mal ein. F2 ist übrigens erlaubt auf unserem Server. Unser Server ist... Ach, das ist meine Leiche. Unser Server ist übrigens jetzt passwortgeschützt. Ne? Also der ein oder andere, der Drache und das Biest, also hier der Drache, der gerade Bäume fällt und das Biest, das hier gerade Kohle gefunden hat. Kohle? Kohle. Wirkliche Kohle? Ja. Okay, das Schwarze ist Kohle. Das Schwarze ist Kohle. Ja, Kohle ist schwarz, okay. Oder? Ja, aber das Erz war ja vorher auch immer schwarz. Ach so, ja. Ach, keine Ahnung. Vielleicht hat er jetzt einfach das Erz mit Kohle getauscht vom Namen her. Oder die Textur davon genommen. Was, man weiß es nicht. Ja, Nova wird sich sicherlich freuen. Das glaube ich auch. Zu den Leuten, die hier auf dem Server rumlaufen, damit auch du mal so ein bisschen Update kriegst. Ja. Zurzeit sind Riperion, ich, Chili, Nova hat das Passwort noch nicht. Mhm. Du, meine Freundin. Ich glaube, das war's. Und DLC Games, der hat sich noch wieder gemeldet und wollte unseren Server vorstellen. Okay. Und auch hier wieder mitbauen. Gut, momentan gibt es leider noch nicht viel vorzustellen, lieber DLC Games, aber... Ja, aber er weiß ja, was früher auf unserem Server gelaufen ist, dementsprechend weiß er auch, was da auf ihn zukommt. Wir kümmern uns auf jeden Fall drum. Spontan fällt mir gerade so ein, vielleicht machen wir irgendwann wieder einen kleinen Stream, wenn wir alle vereinen können, alle unsere Bauer hier auf dem Server, irgendwie im Teamspeak oder sonst irgendwas. Boah, das lässt sich doch sicherlich irgendwie regeln. Von mir gibt's ja demnächst bald wieder öfter Richtung Rising World Streams, weil ich finde, das Spiel ist zum Stream ein wenig sinniger. Ja, auf jeden Fall. Und da ich immer noch bei dem Punkt bin, dass ich eine riesige Drachenstatue hier am Spawn bauen werde, kann das auch etwas dauern, bis die mal fertig ist. Der eine oder andere hat es von euch vielleicht nicht gesehen, also es hat keiner gesehen, außer wir hier, die privat auf unserem Testserver gespielt haben. Sanrillas macht kranke Sachen. Minimal. Und was man vielleicht noch dazu sagen sollte, ne? Dass unser Server jetzt einfach mal unendlich lange offline war und dann wieder kaputt und das und das und das. Wir haben es einfach nicht auf die Reihe gebracht. Ich sag's mal so, wie es ist, ne? Da hinten ist ein Bär und der wird dich fressen. Ich habe ihn schon gehört. Mhm. wir haben es einfach nicht auf die Reihe gebracht, weil wir sind doof, wir sind bescheuert und faul dazu. Deswegen Penis for life. Oder was sagst du? Ich sage, ich habe 19 Kupfererz. Das heißt, es gibt auch noch verschiedene Erzarten. Wow. Ich habe nämlich Aluminiumerz. Und cool. Eisen wird es wahrscheinlich auch noch geben. Das heißt also im Klartext, wir können uns darüber freuen, dass die Welt wahrscheinlich völlig untertunnelt wird und dementsprechend auch jedwedes Creatives sich Zeug geben, bis auf Stein wahrscheinlich wieder, wobei Stein wird dabei wahrscheinlich so viel bei mit rumkommen, dass das mittlerweile völliger Schwachsinn ist, das überhaupt noch zu benutzen. Ich denke mal, der Creative, der ist jetzt auch gesperrt, ne? Also den kann sich nicht mehr jeder geben, hier auf dem Server. Nur noch die Admins halt. Yep. Aber ich glaube, wenn man jetzt sowieso nach Erzen arbeiten muss und auch nur die Metallblöcke zum Beispiel nur aus Erz machen kann oder aus bestimmten Erzen, wenn er wirklich schon so weit gegangen sein sollte, dann lohnt es sich gar nicht mehr überhaupt irgendwas für die Leute herzucheaten, weil dann kann man es auch abbauen gehen und die Welt ist genau wie Minecraft halt ziemlich unendlich. Die sollte nicht so schnell leer werden. Apropos. Gerade da wir ja nicht mehr mit den von uns angeteaserten Skript arbeiten, das den ganzen Server in so schöne Blöckchen abarbeitet. Ja, also Nö. Dafür haben wir jetzt ein Passwort. Also da erstmal danke, lieber Red, dass es jetzt endlich Passwortunterstützung gibt.
ihr dürft euch gerne melden, sage ich jetzt einfach mal so, bei Sanrillas, nach dem Passwort zu fragen, solange ihr es nicht weitergebt und solange ihr schön brav seid und nicht alles kaputt macht auf dem Server. Die Ziege tötet mich! Nein! Ja. Nein! Das ist nur eine Ziege. Ja, das interessiert die Ziege aber wenig. Ich wurde von der Ziege getötet. Oh Mann. Wobei ich dann halt einfach sagen muss, direkt an die Leute, die sich jetzt denken, oh, ich hole mir das Passwort, um es weiterzugeben oder um Scheiße zu bauen, wen ich dabei erwische, es ist nicht so, dass unser Skripter nicht direkt gesagt hat, ihr kriegt auch eine White- und eine Blacklist als Skript hinzugefügt, also schminkt es euch direkt besser ab. Hä, was? Achso, nein, kaputt machen wird nichts, weil sonst ändern wir einfach das Passwort und bannen euch, fertig. Ja, wie gesagt, Arne meinte auch direkt, wenn es sein muss, kriegen wir direkt eine Whitelist mit Skript integriert. Ach, da hinten bist du. Dann können wirklich nur noch Leute drauf, die wir auf die Whitelist setzen. Ja. Beziehungsweise er wollte das, glaube ich, so weit aufbauen, dass nur Leute, die auf der Whitelist sind, überhaupt hier etwas machen können und für den Rest ist der komplette Server protected. Naja, gut. Ich muss jetzt erstmal. Ja. Wir haben ein Passwort, Sani, ne? Da müssen wir uns gar keine Gedanken drum machen. Danke, dass du meine Erzader mit abbaust. Ja, ich helfe dir nur, nachdem ich gerade gestorben bin. Aber ja, das ist Eisenerz. Das ist Eisen? Ja. Okay. Entschuldigung. Warum bauen wir das überhaupt schon ab? Weiß nicht. Ich wahrscheinlich damit was haben. Ja, weil aber jetzt lohnt es sich auch schon fast wieder eine Höhle zu graben. Ah, nein, 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 ich baue meine Statue. Böse. Du baust eine Höhlenstatue. Du kannst ja die... Nee. Jeder Drache hat ja auch einen Darm, ne? Um meinem Niveau treu zu bleiben. Okay. Das muss ja irgendwo hin. Höhle gefunden. Ja? Wollen wir da reingehen? Ja, warum nicht? Au. Das überlebe ich nicht, bis wir da unten sind. Au. Ne, ich bin schon unten. Aber jetzt machen wir das schon wieder wie in völliger Minecraft-Manier und kloppen erstmal Erz wie blöd. Ja, das denke ich mir auch gerade. Pass auf. Wir sollten uns, ich weiß nicht, ob es die Monster jetzt auch schon gibt, dieses Loch erinnert mich irgendwie an... Was ich aber auf jeden Fall machen möchte, ist unsere kleine Basis dahin bauen, wo ich auch meine Statue hinsetze, weil ich brauche die Crafting Table und eh alle dann. Ja, dann betraue ich doch dich mal mit der Aufgabe, einen Crafting Table und ja, so einen Spaß zu machen. Ja, ich baue das gleich, sobald ich dann hier mal die Erzader aus der Wand gekloppt habe. Ja, das... Geht L noch? Oh, L geht noch. Sehr schön. Dann seht auch ihr alle was. Was ich auf jeden Fall noch von dir möchte, mein lieber Pox. Ich bin gar nicht da. Das Daily Message und so weiter. Das kommt auf jeden Fall noch. Mit reinnehmen. Und du wolltest ja auch ein Forum jetzt mittlerweile mal machen. Ja, das Forum. Also ich hoffe mal, wir sind noch in der ersten Folge, weil ich habe nämlich echt vergessen, auf die Uhr zu gucken. Wir haben 8 Minuten. Okay. Das Forum kommt spätestens morgen online. Also wenn ihr die Folge seht, dann morgen. So. Ich blende das Datum mal irgendwo ein. Das Ganze hat jetzt MySQL und da freut sich der Pox. Ja. Wir können die User im Forum direkt verlinken und lauter solche Spielereien. Ich weiß noch nicht genau, was es wirklich bringen soll, aber... Hey, irgendwas bringt's bestimmt. Also in dem Sinne, ich wünsche mir von dem Forum halt hauptsächlich, dass die Leute sich da ein bisschen unterhalten können, auch mal irgendwie Gruppenprojekte damit planen können und man auch so ein bisschen hinschreiben kann, hier, ich bin bei den und den Koordinaten, damit man sich auch ein bisschen findet, weil das Problem hatten wir beim letzten Mal, wir haben Riparion gesucht und nicht gefunden. Naja, gut. Solche Sachen finde ich per Forum halt einfach. Gibt's zum Beispiel den Befehl, den ich hier gerade verwende? TTP-Befehl? Ja. Was ich aber sehr interessant finde, wenn du dir unten so im Gestein die Erze dann anguckst, das sieht eher aus bei Kupfer zum Beispiel, als wäre da einfach Blut drüber gelaufen. Ist das Kupfer, wo du gerade dran bist? Ja. Ja. Hat sowas so Wassertexturmäßiges. Ja, irgendwie. Wobei, da freue ich mich ja auch noch drauf, wenn endlich mal Wasser reinkommt. Das wäre eigentlich nur sinnvoll irgendwann mal, ja. So. Ja, die meisten haben halt schon gesagt, dass sie wenig bauen wollen, bis Wasser da ist, weil es halt einfach zur Atmosphäre und so weiter viel dazu kommt und sie einfach, nachdem sie das jetzt mitbekommen haben, die Befürchtung haben, dass dann der Server eh wieder einen Kollaps kriegt. Naja, damit musst du aber in einem Spiel, welches in einem Alpha-Status, wir sind immer noch im Alpha-Status, da musst du damit rechnen, da musst du damit leben, ne? Also... Auf der anderen Seite, ich find's unheimlich genial, was alles passiert ist in letzter Zeit hier und was man jetzt alles machen kann.
Hier oben ist was grad. Ich unglaublich genial finde, ist, dass die Leute halt immer noch so treu hinter uns stehen und trotz der ganzen Zeit immer noch warten, dass der Server wieder online gegangen ist. Das auf jeden Fall. Da können wir beide uns nur bedanken, würde ich mal sagen, oder? Ja, doch. So, Sunny, ich habe jetzt eine Werkbank. Ja, ich baue hier gerade noch die letzten zwei Adern ab. Ich habe hier noch Kohle und Eisen gefunden, glaube ich. Ich habe nur keinen Plan mehr, wo ich jetzt bin. Also, aber ja, Kohle ist die alte Erztextur. Ja. Hat er da bestimmt irgendwie die Textur dafür verwendet oder missbraucht? Oder einfach nur Erz in Kohle umgenannt und es mitgenerieren lassen. Oder so. Ich finde es aber immer noch interessant, im Gegensatz zu Minecraft, dass man hier die Sachen einfach aufsammelt, ohne dass man sie halt wirklich sammeln muss. Meinst du? Allerdings bei Holz und bei anderen Sachen, dieses F-Gedrücke, das nervt schon ein bisschen. Das ist richtig, aber gut, damit kann man leben, finde ich. Ja. Ja, okay. Sehe ich ein. Nein, aber was ich halt für das Forum so ein bisschen wichtig finde, beziehungsweise warum ich das Forum wichtig finde, ist nicht, dass ich jetzt zum Beispiel zwei Bauer mehr oder weniger da nachher die Rohstoffe kloppen müssen. Ja. Dass die Leute halt auch ein bisschen voneinander wegbleiben können, auch gerade zum Beispiel, wenn jetzt einer sagt, ich möchte sowieso jetzt zum stilistischen Mittel eine Mine ausheben, ihr könnt euch alle daran bedienen, was da drin ist, solange ihr euch an die Vorgaben haltet, solche Sachen. Dass man das Miteinander auf dem Server ein bisschen besser machen kann. Genau, so nach dem. Na, ihr wisst schon. So, dann komme ich jetzt auch mal nach draußen. Ja. Ich bin hier. Du bist gerade da hinten aus dem Baum geflogen. Keine Ahnung. Ja, hier. Da! Siehst du mich leuchten? Nee. Ja, nicht leuchten. Okay, interessant. Ja, ich habe die halt einfach mal irgendwo hingestellt. Wir brauchen jetzt Amboss, wir brauchen einen Hochofen, wo man 128 Stein braucht. Extrem ich habe 128 schon? Ja, ich hab schon einen Hochofen. Aber hier die Ebene gefällt mir eigentlich so gar nicht. Ja, das sehe ich ein. Lass doch mal woanders hingehen. Ja. Such uns mal ein Örtchen. Such mal ein stilles Örtchen. Aber warte auf mich! Okay. Ja. Wir sollten eigentlich auch nicht so weit weg vom Spawn, weil sonst finden wir uns die anderen nicht mehr. Überhaupt? Keine Ahnung. Wir bauen jetzt einfach irgendwo hier hin, wo es dir gefällt. Also hier da ist der Bär, da war der Spawn, also nehme ich hier die Ebene. Okay. Und da ist ein Hase. Häschen, ich werde dich töten. Oh, ich habe Tomaten gefunden. Platziere Hochofen. Tomaten. Oh, die Tomaten kannst du mit F jetzt abernten, das ist cool. Also auch bei wilden Tomaten. Cool, du kannst den auch an- und ausmachen. Aber wie funktioniert jetzt das Schmelzen von Eisen? Soll ich das einfach da reinwerfen, oder? Keine Ahnung, versuch's mal. Ja, du musst Eisen per Rechtsklick reinlegen. Tatsache. Cool. Also, das finde ich gut umgesetzt. Du nimmst also einen Eisenblock und dann, also du solltest am besten immer hinten anfangen, weil es das einfacher macht. Und dann kannst du die einschmelzen. Dann schmelzen die einfach direkt in Barrenform ein. Ja, das also. Lassen wir das doch mal machen und bauen in der Zeit mal wieder eine Werkbank. Bau mal eine Werkbank. Genau, ich mach eine Werkbank. Ich bin gut, total verwirrt heute. Ich mach da mal ganz viel Holz, weil wir brauchen gleich noch mehr. Ja, Sani, was wollen wir eigentlich noch alles bauen? So, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, ob du dir auch ein Projekt suchen möchtest. Ja, also Rising World soll jetzt nicht mein YouTube-Hauptprojekt sein. Ich habe andere Sachen im Kopf momentan. Deswegen möchte ich nicht großartig was zu bauen anfangen. Aber ich baue mir vielleicht ein kleines Häuschen. So, dann haben wir hier eine Blockbank. Juhu. Gleich mal reingucken. Und eine Sägebank brauchen wir auch noch. Dann können sich nämlich die Leute, die dann auf den Server draufkommen, auch hier das Zeug erstmal benutzen. Yep. So, dann gucken wir doch mal. Metall. Nee, die brauchen immer noch Stein. Genau, wollte ich gerade sagen. Auch die Kupfersachen brauchen immer noch Stein, okay. Das kann natürlich leicht sein, dass wir jetzt zwei Erze haben und einen funktionierenden Hochofen, aber dass uns das im Großen und Ganzen noch gar nicht so viel bringt.
Doch, man muss irgendwie die Barren ja herbekommen. Ja, aber dass wir mit dem Barren noch gar nichts anfangen können, das meine ich. Doch, den Amboss. Den Amboss kannst du nur mit Barren bauen. Der will Eisenbarren, 24 Stück. Oh, okay, okay. Ich weiß aber auch nicht, ob ich irgendwie Kohle erst reinlegen muss oder so. Versuch's mal. Hast du welche? Ja, ich hab welche. Meinst du unten Kohle rein und oben das Eisen? Nein, ich hab keine mehr. Hä? Meine Kohle ist weg. Bist du gestorben? Ich geh mal Kohle suchen. Wir haben ja jetzt hier eine Lichtquelle. Ja, ich werde dann in der Zeit mal das Grundsätzliche weitermachen. Ja. Ah, Bär. Weil zum Beispiel die Lampen und so weiter, die du so gerne gebaut hast, brauchen jetzt mittlerweile auch Eisenplatten. Ah, okay. Oh, hier ist Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Dementsprechend, ich möchte halt einfach mal gucken, dass ich hier auch so ein bisschen an die Dingens komme, an die Werkzeuge. Und dafür brauchen wir Eisen einfach. Ja, klar. Also sonst hat er ja im Endeffekt einen essentiellen Teil des Spiels einfach zerstört. Und das ist ja, glaube ich, nicht das, was er davor hatte. Nee, nee. Kannst du Kohle reinlegen? Nee, also vielleicht braucht man das für Fackeln oder sowas. Kann ich mir jetzt nur vorstellen. Lichter, nein, nicht wirklich. Das kann natürlich auch sein, dass es einfach momentan noch useless ist, ne? Ja, keine Ahnung, aber ich habe auch kein Kupfererz auf einmal mehr, das ist alles Eisen. Hä? Okay. Das ist komisch. Moment mal. Ja, das kann natürlich leicht sein, dass es einfach momentan nur zwei Sorten gibt. Ich hatte vorhin auch Aluminium. Und das ist momentan einfach nur, sobald du es in den Ofen packst oder irgendwie damit interagierst, alles zu Eisen umgewandelt wird, weil du mit dem Rest einfach noch nichts anfangen kannst, ne? Das, ja, das ist natürlich möglich. So könnte ich mir das jetzt vorstellen. Baumfeld. Yay, Baumfeld! Ich bin halt irgendwie verschleimt. Ja, für mich ist halt wichtig, dass ich möglichst schnell eine Sichel und eine Sense und eine Hacke bekomme, damit ich ja halt wenigstens auch was zu essen habe, weil wenn ich schon mit Creative nichts mehr machen will, dann spiele ich auch komplett Legacy und naja, ich sehe ja jetzt schon, wie mein Hunger runtergeht. Ja. Echt? Naja, ich bin schon ein paar Mal gestorben. Ja, klar, auf jeden Fall, weil ich meine mal ernsthaft, auch ohne Sichel und den ganzen Zeug, das brauchen wir schon, also... Wir lassen einfach. Gerade weil da hinten sehe ich einfach mal den Bären. Ja. Sanrillas, aber wir könnten was anderes machen. Was denn? Wir könnten uns Betten bauen. Beziehungsweise einen Unterschlupf oder sowas. Ja, kannst du gern. Also, ich hatte halt im Endeffekt vor, jetzt ganz viel Stein zu sammeln und meinen Sockel wieder zu bauen, in dem ich dann theoretisch auch gewohnt habe. Ja. Weil im Endeffekt würde alles, was jetzt hier steht, nachher in meinem Sockel drin sein, weil das wird so die Fläche sein. Ich glaube, ich werde den Sockel einfach mal irgendwie, ich weiß nicht, 100 mal 100, 2 Stacks mal 2 Stacks oder so. Ja. Irgendwie sowas in die Richtung. Also wenn ich den Drachen schon definieren will mit Krallen und so weiter, dann brauche ich doch ein bisschen Platz. Aber ja, für den Anfang sollten so zwei Unterschlupfe reichen. Einfach nur, dass wir die Nacht mal überspringen können. Vielleicht funktioniert es ja endlich. Das hat auch vorher schon funktioniert. Echt? Das weiß ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Wir haben es nur nie gemacht, weil wir immer zu weit auseinander waren. Ach so. Gut, dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, was wir noch zeigen sollen. Das dauert hier wohl noch ein bisschen. Dann das dauert noch ein bisschen, ja. Ich weiß nicht, möchtest du Erz kloppen? Soll ich Erz kloppen? Ich würde mal sagen, Erz kloppen machen wir offscreen. Also, ich brauche halt Stein jede Menge und Holz jede Menge dementsprechend. Bin in der Höhle gefallen. Verdammt. Ja, hallo. Hi. Ich auch. Schön, dass wir uns in der gleichen Höhle getroffen haben. Dann gehe ich mal Holz fällen, weil hier ist ein riesen Nadelwald. Ja. Was ich gerne noch hätte, muss ich ehrlich sagen. Oh, da hinten ist Eisenerz. Dass der Light-Modus deaktivierbar ist. Also der auf L. Klar, der ist jetzt schön und gut. Hier in der Höhle gehen L. Oh Gott. Zu spät ist doch noch gar nicht. Auf L drücken und los geht's. Aber das ist eigentlich auch nicht Sinn der Sache. Oder ist er wirklich nur für Admins? Nee, den können alle anmachen. Den können alle anmachen. Ja, dann der gehört noch deaktivierbar irgendwie geschaltet oder sonst irgendwas. Wobei unser Programmierer ja zu allem sagt, das kann man deaktivieren. Lua kann alles in diesem Spiel. Er hat seinen Spaß dran. Ja.
Und ich bin immer noch sehr, sehr, sehr und höchst gespannt drauf, wann die ersten Mods kommen. Da freue ich mich. Ja, also nach dem, was ich von unserem Programmierer schon gehört habe. Ja. Dass er selber schon am Überlegen ist, sich irgendwie einen Mod zusammen zu friemeln. Ja, also ohne Spaß, wenn die ersten Technik-Mods kommen, dann wird das mein Minecraft-Ersatz. Das muss ich euch mal ehrlich sagen. Also Sandrillas, ich und noch zwei andere spielen ziemlich viel Minecraft. Marcel auch, der jetzt bei Sanillas mit auf dem Kanal mit ist. Ne? Richtig. Dazu wird es ja demnächst vielleicht auch mal ein Video geben, wo wir euch so ein bisschen was zeigen. Ja, sobald der Server wieder einigermaßen läuft. Wenn wir beim Thema Server sind, Sandrillas, meinst du, ich kann das jetzt ansprechen, ohne dass du mir den Kopf abbeißt, so als Drache? Du kannst das gerne ansprechen, aber ich kann dir noch nicht gewährleisten, wann ich dazu dir den Link geben darf. Ach so. Weil ich habe immer noch keine Nachricht, aber ich werde mit unserem Projektleiter da mal drüber reden, der soll sich da mal... Ja, ja okay, bevor wir jetzt lang um heißen Brei reden, ich lasse euch auch teilen. Wir haben jetzt eine Tippi-Seite. Sandrillas und ich dachten uns, komm, wir machen das zusammen. Au, das tat weh. Und ist dir ein Stein auf den Kopf gefallen? Ja, so hat sich's zumindest angefühlt. Was ist denn? Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz. Ja, und weg war er. So, jetzt aber. Ich höre schon wieder einen Bären in meiner Nähe oder ein Elch, ich bin mir nicht ganz sicher. So, übrigens, by the way, ich habe mir jetzt da mal so einen Eisenbahn rausgeklaut aus dem Ofen. Das funktioniert. Ach, das funktioniert, also, ja. Nein, so, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Pox redet schon wieder nur um den heißen Brei und bla und blub. Wir haben eine Tippi-Seite. Das bedeutet, ihr könnt uns jetzt spenden, wann ihr wollt, was ihr wollt und wie und überhaupt. Warum Tippi, warum nicht Patreon oder irgendein PayPal-Spendenlink? Ganz einfach, bei Tippi haben wir die Möglichkeit, euch was zurückzugeben. Also, sozusagen Ränge im Teamspeak, ihr könnt mit uns ins Teamspeak, das könnt ihr sowieso, aber wie gesagt, euch im Teamspeak ein bisschen zu profilieren, Zugang zu bestimmten Servern, wie auch zu unserem Minecraft-Server, der bald kommen wird, sobald sich das Ganze über Tippi ein bisschen finanzieren lässt. Und vor allem, was ihr vor allem habt, die Qualität der Projekte steigt dadurch. Also, ich will jetzt nicht sagen, ich habe kein Geld, aber das ist... unheimlich viel finanzieller und auch zeitlicher Aufwand, so einen Server am Laufen zu halten. Und wir bekommen sie halt einfach nicht geschenkt. Ne? So, das ist. Ja, und außerdem ist es halt auch in dem Sinne mehr für mich gedacht und für den Server als für Pox im Endeffekt. Weil bei mir dann doch ein bisschen mehr Verbesserungspotenzial für wenig Geld vorhanden ist als bei dir. Ja. Da müssen wir einfach realistisch bleiben. Du hast vom Equipment eine ganze Ecke höheres. Junge, Equipment! Und es ist halt wirklich, so wie es halt auch dann auf der Seite stehen wird, es ist dazu gedacht, um unsere Server am Laufen zu halten, dass wir da nicht zusätzlich jede Menge reinknallen müssen, weil die Server halt nicht nur für uns, sondern auch für euch sein werden. Und halt auch, um unsere Qualität in den Videos selber nochmal eine ganze Ecke steigern zu können. Richtig, genau. Also der Tippi-Link oder eine Tippi-Spende ist im Großen und Ganzen nicht für uns, sondern für euch. Also wir gehen jetzt nicht mit dem Geld Highlife-Party machen und gehen es auf der Gamescom versaufen. Habe ich das gerade laut gesagt? Jetzt hast du das nächste auch schon geteasert. Verdammt! nein, sondern wir kümmern uns mit dem Geld wirklich nur um die Server und um Sandrillas. Ja. Und oder halt, wenn meine mal Alkohol irgendwie ein Mikrofon bei uns kaputt geht oder so, damit wir nicht ewig weit warten müssen, bis das da finanzierbar bleibt, weil wir müssen ja nun mal auch mit unserem Geld aufpassen. Wir haben ja auch nicht elendig viel. Wir müssen alle leben. Und was für euch halt der Vorteil ist, es ist jeden Monat kündigbar. Ihr könnt vorab sogar einstellen, wie viele Monate ihr das machen wollt. Also, und in dem Sinne, jeder Euro zählt. Genau. Oh Gott, das klingt echt wie so ein Spendenaufruf für Kinder in Afrika. Wir sind Kinder in Afrika. Ah, okay. Dann soll ich dir Kind in Afrika dann mal sagen, dass wir bei 25 Minuten sind? Ich dachte, wir schneiden das in zwei Hälften. Ich dachte eigentlich nicht. Okay, dann lassen wir es an einem Stück und ich würde sagen, Sandrillas, mach Schluss. Ich hasse dich. Ich gehe jetzt. Tschüss.
In diesem Sinne. Einen feurigen Tag noch. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Guckt auf jeden Fall auf die Links, die unten in der Beschreibung stehen. Diesmal sind es ganz schön viele. Ich hoffe mal, ich bekomme die alle zusammengesammelt. Mein Name ist Pox. In diesem Sinne, haut rein. Tschüss.